Hallo zusammen, ich möchte euch ganz herzlich zu meinem Vortrag Der künstlerische Wert einer Klettertour begrüßen. Mein Name ist Florian Kluckner, ich bin hauptberuflicher Berg- und Skiführer, komme aus Tirol und bin jetzt aber im nördlichen Bereich des Gardasees bei Arco wohnhaft. Ich habe diesen Vortrag in Lundo, im Trentino, im Rahmen der Künstlertage in der Sonnenoase Naone gehalten. Hier werden die inspirierenden und zukunftsweisenden Gedanken von Heinz Grill, welche aus einer geistigen Sichtweise entstanden sind, in verschiedenen Fachgebieten umgesetzt. Als ein Bereich können auch die 120 seit 2006 entstandenen sogenannten rhythmischen Routen, welche sich im Norden des Gardasees bei Arco befinden, gesehen werden. Heinz Grill hat eine langjährige alpine Klettererfahrung, erhielt verschiedene Auszeichnungen und war in den 70er und 80er Jahren einer der besten Kletterer im deutschsprachigen Raum. Mit den vorliegenden Bildern möchte ich die Überlegungen, die Ausgestaltung und wie man diese rhythmischen Routen als fertiges Werk erleben kann, darstellen. Die Kunst, eine Erstbegehung in einer noch unerstiegenen Felswand zu machen, wird gerne mit der Kunst als der Bildhauerei verglichen. So wie Michelangelo die sogenannten Sklaven im rohen Marmorblock schon wie gesehen hat und dann herausgemeißelt hat, ist es auch bei den Klettertouren. Wie zum Beispiel hier an der Fleischbank Ostwand, die rote Linie ist die Führe von Hans Dülfer von 1912. Wenn man der Linie folgt, quer im unteren Wandteil hinein, man sieht, das ist hier ein bisschen geneigter, um dann eine Reihe von Rissen zu erreichen, quer dann wieder im geneigten Fels nach links, um dann wieder nach rechts im Bogen anzusteigen. Und so sucht sich die Linie den Weg des geringsten Widerstandes. Also es wurde die Linie wie aus dem Berg herausgelesen. Ähnlich wie der Bildhauer, wie Michelangelo, bei den Skulpturen der Sklaven schon davor im Block die Sklaven gesehen hat, so hat Hans Dülfer durch das Wandstudium diese Linie entdeckt. Kommen wir in das Sarkertal, hier mit dem Bild, mit dem Castello und dem Lago di Dublino, ganz rechts der Piccolo Dain, dahinter der große Berg, der Monte Casale. Das Tal zieht bis nach Süden, über 30 Kilometer reiht sich der ein Wandgürtel nach dem anderen bis ganz hinten jetzt im Bild die Burg von Arco mit dem Castello. Rechts davon ist der Monte Colodri mit seiner 300 Meter hohen Wand, der sehr lange, so ungefähr bis 2000, 2006, bevor die Routen von Heinz Grill gemacht worden sind, der Inbegriff des mehrseiligen Kletters in diesem Sarkertal war. Hier sehen wir den Coste de Langlone oberhalb der Häuser von Droh. Man sieht, dass die Wand sehr verwachsen ist mit vielen Bäumen und Büschen und auch im unteren Wandteil, dass es sehr von Flechten überzogen ist, während der obere Teil sehr schöne, farbige Felsen aufweist. Für eine Erstbegehung musste hier der Denkansatz ganz neu entwickelt werden. Nämlich in der Art und Weise, dass man zuerst eine Vorstellung hat, wie könnte man jetzt hier eine interessante Route legen, um dann nach diesen Möglichkeiten in der Wand sucht.
Und diese Idee hat der Heinz Grillem sehr früh schon zusammengefasst in seinem Artikel: Eine Klettertour bildet eine rhythmische Einheit. Ich lese den ersten Absatz. All jene Klettertouren, die von Heinz Grill die letzten Jahre eröffnet wurden, bilden sowohl mit den Menschen als auch mit der Natur eine rhythmische Einheit. Sie sind in ihrem Charakter weniger nach sportlichen, modernen Gesichtspunkten entwickelt, sondern folgen stilistisch vielmehr dem Bedürfnis nach Ästhetik und Harmonie in einem ganzheitlichen Erleben. Sowohl der Aufstieg als auch der Abstieg, die Lebendigkeit und Intuition der Linienführung, die Wahl der Standplätze und das wechselseitige Spiel von Ausgesetztheit und Geschütztsein von den einzelnen Seillängen gibt den Routen eine erlebensreiche, gefühlsanregende Anmut. Das ist eben der erste Paragraph von der Idee der Klettertouren der rhythmischen Einheit. Das nächste Bild zeigt ein Gemälde im Casa della Bellezza in Tenno, welches auch auf Anregung von Heinz Grill gezeichnet wurde. Man sieht, wie der Steinmetz den Stein bearbeitet. Links sieht man, wie er über Stufen hinaufsteigt zur Idee, also zu einer geistigen Idee, und rechts wieder über die Stufen heruntersteigt, das heißt, die Idee nimmt und dann durch die Idee inspiriert das entsprechende Werk, so wie hier den Kristall, aus dem Stein herausmeißelt. Und der gleiche Prozess findet auch oder kann auch bei einer Klettertour stattfinden, indem man die Idee der rhythmischen Einheit nimmt und dann in die Wand einsteigt und die Idee verwirklicht. Und wie sich das dann in einer Route zeigt, möchte ich vorstellen. Und zwar am Beispiel der Route Il Canto dell'Indria. Die rosa Linie zeigt den Routenverlauf. Das geht zuerst etwas hinauf, geht dann immer so rechts ansteigend entlang und schlängelt sich dann im oberen Bereich hin und her und verläuft dann ganz zum Schluss über den markanten Pfeiler zum Ausstieg hinauf. Den Namen für die Erstbegehung kann jeweils der Erstbegeher geben. Il Canto dell'Indria würde auf Deutsch heißen der Gesang der Indria, wobei im Indria die Göttin der Sinne und des Lichts ist. Also der Gesang der Sinne. Sie liegt im Schwierigkeitsbereich nach UIA-Skala von 6+. Die Route wurde von Heinz Grill, Franz Heiß und mir im Dezember 2007 erst begangen. Und die gesamte Erstbegehung von unten mit der Ausarbeitung hat gute 100 Stunden Arbeit benötigt. Ein Teil von der Kletterroute ist auch der Zustieg. Man sieht hier den Franz Heiß, der auch ein Bergführer ist. Da wurden teilweise am Rand so Steine gelegt. Das ist jetzt nicht durch Zufall entstanden, sondern ist teilweise ganz bewusst gemacht worden, da Heinz Grill bemerkt hat, wenn Steine am Rand sind, sieht das Auge die ganze schlängelnde Bewegung auch des Weges. Er wird dadurch auch schön begrenzt. Aber scheinbar, wenn man mit den Augen diese Bewegung wahrnimmt, dass das auch den Stoffwechsel anregt. Das heißt, dass man diesen Weg etwas leichter begeht. Der Name ist am Einstieg schon angeschrieben, sodass man nicht lange herumsuchen muss, um die Tour, den Einstieg erst zu finden. Die erste Seillänge führt über dunkle Felsen, welche aber gut ausgeputzt sind, um nach 30 Metern den ersten Standplatz zu erreichen. In der dritten Seillänge beginnt ein langer Quergang, was recht charakteristisch ist für die sogenannten Grillrouten.
Die Quergänge sind relativ wichtig, auch für die Rhythmik in der Gestaltung einer Kletterroute. Man sieht, die Bewegung ist mehr seitlich, mehr sensibel. Um Übergänge möglichst flüssig zu gestalten, so wie hier, haben wir sogar eine kleine Brücke gebaut, um zwei Wandabschnitte miteinander zu verbinden. Heinz Grill hat in seinem ersten Kletterführer Klettertouren im Sarkatal, das rhythmische Erleben im Klettern, auch die unterschiedlichen Felsformationen charakterisiert und auch die unterschiedlichen Empfindungen dazu. Zum Beispiel bei der Platte, so wie hier im Bild, das mehr Empfinden ist der Weite und die Sinne, wie das Wasser in das Meer grenzenlose in die Umgebung ausfließen. Als Sicherungsmittel, wie hier im Bild, wurde ein Bohrhaken mit einem Ring verwendet, immer bei den Standplätzen. Oder, was sich sehr schön auch einführt, das klassische Mittel vom Schlaghaken, den man in Risse platziert. Oder das Natürlichste, die sogenannten Sanduhren, das heißt, das sind Löcher im Fels, wo schon Seilschlingen vorgefädelt sind. Dadurch findet man auch die ganze Route besser. Hier sind wir jetzt im oberen Wandbereich in dieser markanten Verschneidung. Für das Erleben bei einer Klettertour sind die Felsformationen, so wie hier in die Verschneidung oder ein Pfeiler oder ein Riss oder eine Platte, ganz besonders wichtig. Die beschriebene Route, die Canto dell'Indria, ist im benannten Kletterführer unter dem Kapitel „Das Erleben der Sinne“ zu finden. Dort steht auch das Zitat: „In der Art und Weise, wie die Sinne an den Konturen und Formen entlangtasten, erweckt sich im Inneren das Gefühl und die Sehnsucht nach Harmonie.“ Die Verschneidung selbst ist im sechsten Schwierigkeitsgrad und lässt sich gut im Spreizen ersteigen. Es folgt eine exponiertere Passage nach links hinaus. Man sieht, es ist über ein Gesimse und geht dann ansteigend eine Art Riss weiter. Diese Abfolge von diesen Seillängen nennt man als logisch, wo sich eine Linie immer weiter fortsetzt. Dann wieder über einen Absatz geht es nach rechts, sodass die Kletterroute wie eine schlängelnde Bewegung hat, immer den leichtesten Weg suchend. Das ist die Kunst bei Erstbegehungen, die leichteste und beste Linie zu finden. Da hat Heinz Grill ein ganz außerordentliches Gespür für die Ästhetik und die Harmonie, wie die nächste Seillänge zusammenpasst, sodass sich die gesamte Route schön ergibt. Es ist immer gut, wenn eine Route einen Hauptteil oder ganz eine besonders hervorstechende Seillänge hat. In der Musik nennt man das so wie die Blüte, was so der Hauptteil, die Hauptaussage von einem Musikstück ist. Und für mich ist das in der Canto dell'Indria diese Seillänge, die hier über eine Schuppe hinaufführt und dann über eine Platte rechts direkt an die Pfeilerkante führt. Die Seillänge geht dann hinten weiter und dann in der letzten Seillänge direkt über diesen markanten Pfeiler auszusteigen. An der bewaldeten Gipfelhochfläche hat man einen Blick hinunter zu den Häusern von Droh, dem Castello di Dublino und dahinter der Cornetto in der Monte Bondone-Gruppe. Bei vielen Routen haben wir auch das Gipfelbuch installiert. Der Abstieg erfolgt meist über einen Wanderweg, bis man wie in einer kreisförmigen Bewegung wieder zum Ausgangspunkt zurückkehrt.
Was hat jetzt ein Kletterer während des Aufstiegs, der Kletterei und des Abstiegs alles erlebt? Das ist natürlich sehr unterschiedlich und hängt vielfach von seiner Art der Aufmerksamkeit ab, aber auch von seiner Erfahrung. Interessant finde ich, was Heinz Grill in seinem Artikel Eine Klettertour bildet eine rhythmische Einheit im letzten Absatz schreibt. Während bekanntermaßen in den Einstiegsseilingen meist noch eine steife Unsicherheit waltet und deshalb manche Ängste aufkommen, so verliert sich bald im wachsenden Rhythmus und in der Intuition des Bewegungsspiels diese und verleihen dem Erleben ein gesundes Sicherheits- und Verantwortungsgefühl. Der Kletterer gewinnt ein besonderes Harmonieempfinden gegenüber sich selbst. Er lebt sich förmlich in den Luftraum hinein, er atmet sich hinein, gewinnt eine Nähe zu sich selbst und zu den Felsen in seiner Umgebung. Dieser Rhythmus schenkt ein gesundes Gefühl und jene angenehme und selten gewordene Nähe zum Leben. Die rhythmische Einheit schenkt mehr ein Gefühl der Verbundenheit mit allem. So sind diese Kletterrouten dank der Idee von Heinz Grill und dem Einsatz der Mitarbeiter entstanden. Sie haben damit auch den Stil von dem ganzen Tal ganz wesentlich geprägt. Dieser Stil ist wie eine Mitte zwischen dem sportlichen Klettern und dem alpinen, vielleicht ein bisschen heroischen Klettern. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch ein erlebensreiches Klettern.